So, hier weiter. Ja, Mensch, was gibt's sonst noch so, was ich euch mal erzählen könnte? Mir geht nämlich gerade der Redestoff komplett aus. Wieso habe ich eigentlich schon wieder keinen Platz in der Tasche? Weil ich hier schon wieder jede Menge Mist und Müll in der Tasche habe. Hier, komm. Wohin? Wohin genau? Na oben einfach. Juhu! Und... Batsch! War kein Hühnchen drin. Schade. So, heiter geht es weiter, ne? Würde ich sagen. 1, 2, 3, 4. Ah, cool. Genau hier unten. Ja, das gefällt mir. Silk Touch. Bitte, danke. So, einmal... Ups. Ich komme hier nicht raus. Ach, jetzt habe ich die auch wieder weggepackt. Ach, Mann. So, einmal tauschen. So, und dann, nein, nicht O, sondern I. Denn den habe ich noch gar nicht. Aber jetzt... Lampe, Lampe. So. Kann man eigentlich... Kann man so machen. Egal, was da jetzt für ein Stein rankommt. So und so. Gut, Hauptsache es leuchtet. So, jetzt ist natürlich... Ach, jetzt ist die Frage. Wie weit den Weg nach hinten? Nehmen wir Dolly mit rein ins Gebet oder nicht? Das ist ein bisschen lang der Weg dann, ne? Boah, hab ich mich erschrocken. Puh, ich denke, was kommt denn da auf mich zugelaufen? Ja, irgendwie möchte ich schon an Dolly vorbei geführt haben, den Weg. Dolly. Tja. Ja, okay, machen wir ihn bis hinten an der Wand ran. Denk ich mal, ja, komm. Ist auch egal. Würde ich sagen, machen wir als allererstes mal die Taschen leer. Und dann ziehen wir da nochmal so einen locker lustig Weg drumrum. Und hier könnten wir eigentlich auch noch auf die Schnelle. 1, 2, 3, 4. Müsste hier hin. 1, 2, 3. Habe ich jetzt die Silk Touch? Ja. Können wir hier auch machen. Lampe, Lampe. Hier muss doch eigentlich, genau. Ah, jetzt ist halt die Frage. 1, 2, 3, 4. Da. 3, 4. Okay, geht nicht. Das wäre da. 1, 2, 3, 4. Da. 3, 4, 5. Wäre da. So. Lampe, Lampe. Ja, wie mache ich das jetzt am dümmsten, am schlauesten? Hier war schon der Teich damals. Also, wer sich jetzt fragt, warum da Sand ist, guckt mal die ganzen alten Folgen von mir. Hier war früher so ein kleiner Teich direkt vorm Haus, noch bevor dieser Erker hier und dieses ganze Makakentum da kam. Ganz früher. Früher mal. So. Machen wir so. Der. Ach du Scheiße! Das ist jetzt ja geil. Ja, Mensch. Ja, cool. Das Ding lasse ich da, wo es ist. Das ist ja top. Hier finde ich jetzt die ganzen Altlasten. So, das reißen wir mal alles weg hier. Und dann holen wir uns einfach mal die Redstone-Leitung. Und zwar machen wir das hier so. Weil dann ist der Block bepowert. Und bekanntermaßen, wenn der Block bepowert ist, dann trägt er das Signal weiter. Heiter, weiter. Ah, das ist ja cool.
Das war damals meine Pool-In-Beleuchtung. Ein Schwachsinn, ey. Fand ich damals total toll. So. Lampe. Da ist eine Schaltung unter. Da können wir nichts machen. Da ist eine Redstone-Schaltung unter, damit beide Türen aufgehen. Ne, so eine alte Tag-Nacht-Schaltung. Nein! Wie es früher gang und gäbe war. Noch bevor es diese Sensoren und so weiter gab. Und bevor es ein paar Regeländerungen im Redstone-Signalfluss-Dingens gab. So, haben wir noch ein bisschen Gravel? Haben wir. Ja, cool, dann können wir hier eigentlich auch zumachen. Ah, noch nicht ganz. Hier fehlt noch was. So. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal ein bisschen Redstone noch auf die Schnelle. Auf die Schnelle eine Fischfrikadelle. Na, okay. So, dann kommt man hier raus und dann... Ja, passt ja. Also das hier möchte ich nicht um einen verbreitern, weil wenn ich mir das so angucke, weiß ich, was ich dann zu tun habe. Nee, danke. Daher ist mir nicht so nach. Nee, ich denke mal, das kann man auch so lassen. Ja, genau. Der war gut. So, wann kann man Metalltüren mit der Hand aufmachen? Also sowas Blödes. Also so erschmarren. Gut, ich wollte ja eh die Taschen leer machen. Kann man dann an dieser Stelle auch gleich mal tun. Machen, tun. Was packen wir da mal weg? Auf jeden Fall schon mal Dirt. Dirt. Dirt kommt Dirt rein. Ich sollte mir vielleicht auch mal diesen einen Mod, den Tagun immer verwendet, den sollte ich mir vielleicht auch mal ziehen und benutzen. Custom Receipts. Und wenn ich ihn ganz nett frage, bekomme ich bestimmt auch seine Datei. Dann könnte ich alles so machen wie er. Weil dann brauche ich mir da nicht noch einen Kopf drum machen, wie das alles funktioniert und so. Also versteht das jetzt nicht falsch, nicht, dass ich faul bin, aber ich bin faul. So, mal alles hier so ein bisschen sortieren und dann Steinmatz. Die da rein. Sortieren. Alles vom Feld. Moment. In ein Abel mal so für unterwegs und dann kommt das da rein. So, wird gleich Nacht, ist egal. Die zweimal Redstone da, die setzen wir noch auf die Schnelle. So, einmal und zweimal. Flop, 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 flop. Ja Mensch, und dann stand diese Folge ja wirklich nur, oder diese Aufnahmesession ja wirklich nur im Zeichen des Zenits, hätte ich beinahe gesagt. Im Zeichen des Wegebaus. Wegebaus leicht gemacht. 10 Folgen lang nur Wegebau. Naja, 10 Folgen sind's nicht. Ja Mensch, ich habe auch überlegt, schon wieder, so ob ich auf vom Format 15 Minuten weggehe und wieder auf 11 Minuten runtergehe. Aber irgendwie, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Let's Play gucke, dann will ich eine Viertelstunde Bespaßung haben von dem entsprechenden Let's Player und nicht hier 11 Minuten oder so. Kann man in seiner, ja, sag ich mal Sommer, Quatsch. Stirb! Hä? Stirb endlich! Geht doch. Das war jetzt hier dummes Zeug, was ich hier gemacht habe. Ja. Dann würde ich sagen, graben wir uns hier mal erstmal weiter durch. Für das gute Redstone. Ja, ist immer noch richtig. Und hier müssen wir dann halt nachher sehen, hier müssen wir dann halt noch ganz viel angleichen. Aber das sollte das geringste Problem sein. Denke ich mal. So, das ist Mitte. Den alten Bach können wir mal zumachen hier. Wenigstens muss man im normalen... Ah, das wäre doch mal eine Idee. Sekunde mal, jetzt muss ich einmal überlegen. Das wäre ja Quatsch. Hier müssen wir ja ein bisschen was freilassen.
Wäre jetzt allerdings auch Quatsch, weil wir dann an Dolly nicht vorbeikommen. Oh, es klingelt. Verdammt. Na gut, ich mache dann hier erstmal einen Break. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mal gewogen, bleibt mal treu. Hau da rein und tschüss. So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle, Tribulus Let's Play. Ja, nachdem wir beim letzten Mal so abrupt abbrechen mussten, weil ich ja plötzlich Besuch bekommen habe, würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal weiter. Und ich weiß jetzt gar nicht, an was ich jetzt anknüpfe, weil parallel rendere ich so ein bisschen Project RET rum. Wir müssen aber mal ein bisschen gucken hier. Wir müssen hier nämlich, glaube ich, mal den alten Eingang. Den können wir, glaube ich, mal zumachen, weil den brauchen wir eh nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, wie viel jetzt von dem Mist mitgekommen ist. Das Ganze, habe ich das Ganze mitgenommen? Dann müsste hier vorne ja noch irgendwo gleich ein Spinnensporner kommen. Steht auf easy. Gut, musste mal überprüfen. Hier unter ist, glaube ich, der Spawning Ground. Genau. Und dann müsste hier irgendwo eigentlich... Ach, den habe ich mit eingebaut. Stimmt. Richtig, richtig, richtig. Richtig, richtig puppichtig. Ich erinnere mich. Ja, genau, den habe ich ja in den Spawning Ground mit eingepflegt, mit eingebaut, wie auch immer. Ja, das habe ich gemacht. Okay, nee, dann können wir hier eigentlich... Dann ist das eh Mumpe Pumpe, shit egal. So, während da RET vor sich hin rendert und das jetzt angeblich noch 22 Minuten braucht, habe ich mir gedacht, nehme ich schon mal ein bisschen Minecraft auf. Hoffentlich komme ich jetzt auch irgendwie wieder raus. Das sieht aber ganz gut aus. Natürlich mit den Klängen von Balloonhead 666 LP, denn dieses Incompact Pack Open Hexagon gibt es nicht mehr, die Musik. Und, was habe ich noch? Und die normale Minecraft-Liste. Ja, und dann möchte ich mich auf jeden Fall mal bei den Leuten, die mich da so, ja, wie soll ich sagen, in meinen Kommentaren, die ich in der letzten Folge oder in der letzten Aufnahmesession so von mir gegeben habe, die mich da wirklich unterstützt haben, da möchte ich mich mal auf jeden Fall für bedanken, liebe Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Rückhalt bekomme für meine ganzen Kommentare, die ja nur teilweise... Ja, ich sag mal, schwere, ganz schwere Themen sind. Also, die einem dann doch da so ein bisschen den Tag schon fast vermiesen können, möchte ich mal sagen. So, apropos mies, Misa. Wir sind nach wie vor im Misa-Pack. Und wir bleiben auch im Misa-Pack. Denn eure Tante Trivolo hat da ein bisschen Gefallen am Misa-Pack gefunden. Komisch, komisch. Klingt komisch, ist aber so. Na, also, ich habe tatsächlich absolutes Gefallen am Misa gefunden. Auch so, als ich das letzte Mal gerendert habe und mir das Ganze angeschaut habe, muss ich sagen, Misa war doch gar keine schlechte Wahl. So, ich versuche das mal alles hier so weit es geht irgendwie zu schließen. So, dann noch der schmerzliche Punkt im wahrsten Sinne des Wortes. Warum es in den letzten Tagen recht still um meinen Kanal gewesen ist. Ja, das hatte einen Grund. Und zwar habe ich mich mal auf ein Niveau herabbegeben, auf das ich mich normalerweise ungern herabbegebe. Ja, was habe ich gemacht? Ja, wie soll man sagen? Also, ich habe da halt mal einen so ein bisschen in die Schranken verwiesen. Ah, puh. Jetzt muss ich mal selber überlegen, auf welcher Höhe marschieren wir denn weiter? Ja, auf der hier. Anheben wollte ich das nicht, ich wollte das absenken, genau. Ja, ich habe da halt mal jemanden so ein bisschen in die Schranken gewiesen, dass sein Benehmen mir gerade nicht so ganz in Kram passt, ne? Also, da kann man sagen, ich war not amused. Ne? Ja, und der junge Mann, der war auch nicht so ganz amused und dann habe ich ihn vor die Tür gesetzt. Also, ich war in der Kneipe, muss ich dazu sagen, und dann habe ich ihn mal kurzerhand, ich bin hier. Schaf hätte ich beinahe gesagt. Nee, war Hühnchen. Ja, dann habe ich ihn mal kurzerhand vor die Tür von der Kneipe gesetzt. Mit ein bisschen mehr Nachdruck. Das fand dem sein Kumpel dann nicht so toll. Und dem sein Kumpel meinte dann mit Nachdruck mir mal ordentlich gehörig in die Beine zu treten. Von hinten die feige Sau. Ja, und dann habe ich mich auch schon irgendwie eine Stunde später im Krankenhaus wiedergefunden.